Pentagon, deutlich mehr US-Soldaten in Afghanistan als bisher vermutet. Das US-Verteidigungsministerium hat eingeräumt, dass sich deutlich mehr amerikanische Soldaten in Afghanistan befinden als bislang öffentlich bekannt war. Derzeit seien rund 11.000 Militärangehörige der USA in dem Land am Hindukusch stationiert, sagte der Chef des Generalstabs, Kenneth F. McKenzie, am Mittwoch in Washington. Bislang hatte das Pentagon stets von 8.400 Soldaten gesprochen. Die neuen Angaben bedeuten keine Truppenerhöhung, sie gehen lediglich auf eine andere öffentliche Zählweise zurück. Dabei werden nach Angaben McKenzies nun etwa auch Militärangehörige berücksichtigt, die nur für eine kurze Zeit in Afghanistan sind. Pentagon-Sprecherin Dana Vite sagte, Verteidigungsminister James Mattis habe sich dazu entschlossen, für Transparenz zu sorgen. Deshalb lege man nun die tatsächliche Zahl offen. Nächste Neuigkeiten, laden Sie zum Hören ein. Präsident Trumps gebrochenes Versprechen auf Frieden und Ende der US-Militärinterventionen. Im Wahlkampf sprach US-Präsident Donald Trump noch von leichtsinnigen Interventionen, von destruktiven Kreisläufen des Krieges, von schlechten Entscheidungen und der überkommenen Rolle der USA als Weltpolizist. Doch nun klingt alles ganz anders. Mittlerweile regiert Donald Trump im Weißen Haus. Die in ihn gesetzte Hoffnung auf Frieden scheint zu verpuffen. Die Mannschaft, die für seine Wahlkampfstrategie verantwortlich war, wurde beinahe komplett entlassen. An ihrer Stelle sitzen heute ausgemachte Falken, darunter Familienmitglieder des Präsidenten. Zu allem Überfluss geben sich hochrangige Militärs im Weißen Haus die Klinke in die Hand. Abgestimmt hatten die Amerikaner für etwas anderes.